In der 33-tägigen Weihe an Gott befinden wir uns in der ersten Woche, am siebten Tag, also am letzten Tag der ersten Woche. In der ersten Woche weihen wir Gott unser äußeres Sein, unseren Leib. Am siebten Tag speziell die Weihe meines Leibes als Tempel Gottes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Heiliger Geist, lass mich deine sanfte und liebevolle Stimme hören. Ich möchte von dir wie eine leichte Feder sein, damit dein Hauch mich hinträgt, wohin er will, und damit ich ihm niemals auch nur den geringsten Widerstand entgegensetze. Und so wollen wir den Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die heutige Schriftlesung ist entnommen dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 4. Alles, was für unser Leben und unsere Frömmigkeit gut ist, hat seine göttliche Macht uns geschenkt. Sie hat uns den erkennen lassen, der uns durch seine Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Durch sie wurden uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt, damit ihr der verderblichen Begierde, die in der Welt herrscht, entfliehen und an der göttlichen Natur Anteil erhaltet. Wir haben hier wieder die Gedanken eines Heiligen. Immer wenn es nicht mehr weitergeht, ruft Maria, die Unbefleckte, einen von uns in den Himmel, damit er uns besser helfen kann. Hier auf Erden können wir nur mit einer Hand arbeiten, denn mit der anderen müssen wir uns gut festhalten, damit wir nicht selber fallen. Aber im Himmel werden wir unsere beiden Hände frei haben und die heilige Jungfrau wird unser Guardian sein, unser Übersichtshabender. Und das hat der heilige Pater Maximilian Kolbe gesagt. Und zur Betrachtung: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? 1 Korinther. Das wahre Heiligtum, die Wohnung Gottes unter den Menschen, ist der Mensch selber, und zwar in dem Maße, in dem das Haus fest gegründet ist, auf das Fundament, das Jesus Christus ist. So hat es der heilige Papst Johannes Paul II. Gesagt. Betrachten wir nun dies etwas genauer. Wir haben unseren ganzen Körper Gott geweiht.
Nichts kann uns hindern, uns mit der Gegenwart Gottes in uns zu vereinigen. So findet unser ganzes Sein seine Berufung wieder, die ganz auf Gott ausgerichtet ist. Lasst uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. So heißt es in Hebräer 4, 16. Wir wollen in diesen Tempel eintreten, wo Gott selber mit seiner ganzen Größe und Schönheit wohnt, und wir wollen uns von ihm verwandeln lassen. Die Schönheit kommt daher, dass Gott in uns wohnt. Er bewirkt, dass in uns verwandelt und erneuert wird, was durch die Erbsünde in uns verunstaltet worden ist. Die Gegenwart Gottes und seine Schönheit in uns sind nicht nur für eine Elite, die von der Natur bevorzugt wurde, oder für diejenigen, die es sich erlauben können, mit finanziellen Mitteln ein Look zu verbessern. Für alle ist Schönheit erreichbar. Sie ist allen gegeben, die unter dem Blick des Vaters bleiben, der ihnen die Würde der Söhne und Töchter Gottes schenkt. So werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt, heißt es in Epheser 3, 19. Der heilige Papst Johannes Paul II. Führt weiter aus: Es gibt trügerische Propheten und falsche Lehrer des Lebens. Das sind vor allem die Lehrer, die Lehren aus dem Leib, aus der Zeit und dem Raum herauszugehen, um in das wahre Leben eintreten zu können. Sie verdammen die Schöpfung und führen im Namen einer trügerischen Spiritualität Tausende von Jugendlichen auf den Weg einer unmöglichen Freiheit, die sie schließlich einsamer zurücklässt als Opfer ihrer Illusion und ihrer Schlechtigkeit. In scheinbarem Gegensatz dazu laden die Lehrer des flüchtigen Augenblicks zur Befriedigung jeden instinktiven Antriebs oder Wunsches ein, indem sie auf diese Weise das Individuum in eine angstvolle Unruhe fallen lassen, die begleitet wird von gefährlichen Abweichungen in künstlichem Paradiese wie das der Drogen. Wer wird also diese Erwartungen messen und ausfüllen? Wer, wenn nicht derjenige, der, da er der Urheber des Lebens ist, die Erwartung erfüllen kann, die er selbst in das Innere des Herzens des Menschen hineingelegt hat? Er nähert sich jedem, um eine Hoffnung anzubieten, die nicht täuscht. Er, der sowohl der Weg als auch das Leben ist, der Weg, um in das Leben einzutreten. Wir wollen diese Worte des heiligen Papstes Johannes Pauls II. Vertiefen, auch für unsere Gewissenserforschung, für unsere Abschlussbeichte am Ende der 33 Tage. Du hast viele Erwartungen, du möchtest glücklich sein. Mach dir eine Liste von all den Dingen, die dir am meisten am Herzen liegen und für die du die Hoffnung auf Gottes Hilfe aufgegeben hast. Bitte ihn, dir eine neue Hoffnung für diese Situationen und Personen zu schenken, sodass du wieder an sein Wirken und an sein Reich glauben kannst.
So beten wir wieder gemeinsam ein Gesetzchen des Rosenkranzes in den Anliegen der Gottesmutter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Maria, du hast voll und ganz am Wirken Gottes in dir teilgenommen und hast nichts für dich zurückbehalten. Im Gegenteil, du hast alles gegeben. Lehre mich auch so zu handeln. Ich weihe dir meine Sehnsucht, an der Herrlichkeit Gottes teilzuhaben, und meine Enttäuschungen. Ich weihe dir auch meinen mangelnden Willen, das Reich Gottes hier und jetzt schon in Fülle zu erleben. Ich weiß, das Reich Gottes ist bereits in meinem Herzen, und durch diese Weihe möchte ich es in konkreter und lebendiger Weise erfahren. Ich möchte es auch anderen erfahrbar machen, indem ich so liebe wie du und mich selbst an andere verschenke. Maria, mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. So segne ich sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.